Die Erde voller Narren. Wisst ihr was? Ich habe es satt. Ich fühle mich erniedrigt, ausgebeutet und auch verletzt. Es reicht. Früher war es genug, dass ich mich kräftig geschüttelt habe oder dafür gesorgt, dass die Flüsse über die Ufer getreten sind. Inzwischen klappt das nicht mehr. Diese Narren wurden einfallsreicher und immer gemeiner. Nicht nur zu mir, auch zu sich und den anderen Lebewesen. Wer sind sie eigentlich, zu meinen, dass sie Gott spielen können? Dass sie bestimmen, wer wo und wie leben darf oder überhaupt? Sie haben sich auf mir festgesetzt, in mich reingebohrt und ihr überall abgeladener Giftmüll tut mir weh. Sie bombardieren mich, reißen Krater dahin, wo keine hingehören, und holzen meine Lunge ab. Ich bekomme keine Luft mehr. Schüttel ich mich jetzt, interessiert es keinen oder nur ganz wenige. Die Obernarren, die mit den großen Kappen, machen immer und immer weiter, egal was ich bisher versucht habe. Vulkanausbrüche, um meinen Schmerz zu zeigen. Überschwemmung, um Böden wieder frei zu bekommen, atmen zu können. Und auch Erdbeben und Unwetter, nichts hilft mir. Ich werde diese Narren nicht mehr los. Oder doch? Ich glaube, ich habe tatsächlich einen Weg gefunden, diesen ganzen Zirkus, diesen Wahnsinn zu beenden. Sie haben mich wütend gemacht, so wütend, dass mein Inneres vor Zorn glüht. Das ist gut, jetzt haben sie Angst und machen trotzdem weiter und hoffen, dass ich mich wieder beruhige. Werde ich aber nicht, im Gegenteil. Ich werde diesen Zorn nutzen und nähren und irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft, habe ich es endlich geschafft. Natürlich bedeutet es auch mein Ende, aber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Eine Minigeschichte von Wiebke Worm, inspiriert durch ein Bild von Snark Ritzler und seine Herausforderung. Vielen Dank dafür.